Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das vierte Drittel. Ich bin nicht alleine, Marc ist wieder dabei. Buongiorno. Aber nicht nur Marc, sondern auch Leon Niederberger. Buonasera. Buonasera, Leon. Das war übrigens alles, was ich kann. Geil, das war super. Top. 8:0 heute. Wenn man sich das Ergebnis anschaut, denkt man, wow, was war da denn los? Nimm uns vielleicht mal mit auf eine kleine Spielreise. Wie hast du das Spiel so erlebt? Ja, wie du schon sagst, das war schon wow in der Hinsicht, dass halt viele Tore gefallen sind, dass viel passiert ist. Für die Fans sicherlich schön anzusehen. Uns ist schon beim Aufwärmen aufgefallen, dass der Kader von selbst dann doch ein bisschen kleiner ist als gewohnt. Und haben wir schnell mitbekommen, dass der ein oder andere Spieler da auch krank war. Aber hat jetzt nicht irgendwie, war jetzt gar nicht so in unseren Köpfen drin, haben wir uns so kurz gedacht. Und dann sind wir eigentlich genau so, wie wir wollten, auch ins Spiel reingegangen. Mit Druck und Vorchecken und System und ums Tor herum gefährlich sein. Und ich finde, das hat ganz gut geklappt. Am Anfang haben dann direkt Momentum gehabt. Und ist natürlich ein Spiel, was man auch gewinnen muss. So. Das ist auch, kann man auch ganz klar so aussprechen. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie mit einer Niederlage oder einem Okay-Spiel hätten wir uns jetzt nicht zufrieden gegeben. Ja. Deswegen sind wir happy, dass das dann so ausgegangen ist, dass jeder ein bisschen Selbstvertrauen getankt hat und vor allem, dass die Fans Spaß hatten. Ja. Die Fans, du hast es gerade schon mal so ein bisschen, natürlich, da gehört ein bisschen erstes Spiel, die Motivation ist bei euch hoch, die Motivation ist auch bei den Fans hoch, die Choreografie vor dem Spiel und dann ist es erstmal einfach eine Stunde nichts. Wie geht ihr da als Mannschaft mit um? Was verändert sich da an euren Routinen und macht man sich da vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr Sorgen, dass der Auftakt insbesondere dann in die Hose gehen kann, weil man einfach aus seiner Routine rauskommt, oder? Also ist auf jeden Fall ungewohnt so. Man hat natürlich lieber seine Routine 19.30 Uhr. Ich meine, ich habe die letzte große Mahlzeit um 14 Uhr gehabt und dann irgendwann mal kam dann der Hunger wieder in der Kabine, wo er eigentlich nicht kommen sollte. Klar ist natürlich die Routine dann ein bisschen, sage ich mal, gebrochen, aber Sorgen macht man sich dann nicht. Ja. Da spielt man vielleicht 2-3 Runden länger Two-Touch oder legt sich beim Adam in den Physioraum kurz die Beine noch hoch und guckt dann von Minute zu Minute, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, wir sind alle professionell genug, um uns auch auf so eine Situation einzustellen. Und ich finde, wir haben das dann wirklich ganz gut gemacht eigentlich. Du hast es ja gerade angesprochen. Ihr habt beim Warm-up gemerkt, oh, es sind ja gar nicht mal so viele Gegner auf dem Eis, wie wir eigentlich gedacht haben. War das auch tatsächlich der erste Moment, wo du oder ihr als Team realisiert habt, oh, okay, da fehlen Leute im Kader und vielleicht spielen die nur mit 3 rein? Oder wusstet ihr das im Vorfeld schon? Nee, tatsächlich wussten wir das, oder ich wusste es im Vorfeld nicht. Ich habe mich wirklich gewundert und mir gedacht, okay, warum so wenig Leute? Mhm. Dann ging es irgendwie in der Kabine rum, ja, da sind ein paar krank hier und da. Also es war der erste Moment, weil jeder Spieler guckt halt mal rüber, wer ist da, wer ist aufgestellt, fehlt ein Topspieler bei denen, das weiß man ja nie so genau. Es war eigentlich dann ziemlich schnell klar, dass die jetzt auch nicht mit Top-Kader, sage ich mal, angereist sind. Bei solchen Kadern, und wir haben es jetzt im Vorgespräch auch kurz mal thematisiert, solche Mannschaften kommen ja dann eigentlich noch hungriger aus der Kabine, weil die das Gefühl haben, wir müssen jetzt abliefern. Ihr hattet es aber im Griff. Ja, du hast es gut gesagt. Gerade wenn du auswärts, wir kennen das von uns, wenn wir Busbeine haben, Mythos, aber sage ich jetzt einfach mal so, wenn man Busbeine hat und damit 3 Reihen spielt, ist es sogar manchmal besser für uns Spieler halt ins Spiel reinzukommen, weil du dann direkt Eiszeit hast. Also es gab auch letzte Saison Spiele, muss ich sagen, da haben wir uns gegen Auswärtsmannschaft mit 3 Reihen ziemlich schwer getan. Mhm. Dann stand es auch kurz mal 1-2-0 für die Gegner und in dem Fall können wir eigentlich schon auch happy so mit unserer Leistung sein, dass wir haben nichts anbrennen lassen eigentlich. Wenn, dann war Felix da, wie man ihn kennt, und wir haben von vornherein eigentlich den Ton angegeben, was wir uns vorgenommen haben. Ja. Jetzt hatte da zur 47. Minute spätestens das Problem, in Anführungsstrichen Luxusproblem, Hopsi, Matti und Czerny, die ja auf der Grenze zum Hattrick sozusagen standen. Wem hättest du das am meisten gegönnt und achtet man da so ein bisschen auf der Bank dann drauf? Kommt der Pass dann vielleicht einmal mehr zu seinem Mitspieler, wenn man weiß, dass er schon 2 auf dem Schläger hatte bisher? Ja, man hat das auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich hätte es den Jungs allen gegönnt. Ein Hattrick ist immer ein geiles Gefühl. Weiß ich nicht. Wenn du dann beim 2-1 bist, dann denkst du nicht, oh, ich leg dem rüber, weil der kann ja gleich einen Hattrick machen. So nicht.
Aber natürlich gönnt man das den Jungs, gibt denen vielleicht ein, zwei motivational Sprüche und so mit. Und dann, ja, hat es dann für den Hattrick nicht gereicht, aber mein Gott, das sind Luxusprobleme. Ich glaube, das Ergebnis von heute und das Scoreboard geht schon in Ordnung. So wie ich habe beim, um da auch mal reinzugreifen, hier, ich stand zwischen den Spielerbänken im letzten Drittel und Matty hatte die Chance für zum dritten Tor, zum Hattrick und Matsumoto, oh no, no Hattrick, no Hattrick, oh. Also das ist, also allein diese, dieses, was für eine Dynamik da ja auch an der Bank herrscht, also das ist ja absolut schnell. Also ja, das total. Kriegt man ja überhaupt gar nicht mit, wie die Wechsel vonstatten gehen. Mhm. Wie sieht eigentlich so die Ersatzbank, also die Bank bei euch aus? Wie muss man sich das vorstellen, dass da so eine Ordnung drin ist, dass jeder weiß, wann er auf dem Eis stehen muss? Ja, ich muss sagen, es wird auch, da spielt der Trainer auch eine große Rolle. Mhm. Wir hatten schon in der Vergangenheit die eine oder andere Situation, da wo man nicht genau wusste, wer geht und wer nicht geht. Das hatte Thomas schon ganz gut im Griff, muss ich sagen. Da sind wir Spieler auch beruhigt, dass man nicht sich dreimal umdrehen muss und sagen, fragt Who's up oder wer geht als nächstes. In dem Sinne machte Thomas auch schon einen guten Job. Und wir wissen dann auch vorm Spiel die Line-ups, so für, wer für wen wechselt. Und hier und da natürlich ist es immer ein bisschen, chaotisch ist das falsche Wort, aber dynamisch, wie du gesagt hast, eher das Richtige. Aber bis jetzt haben wir es eigentlich auch ganz gut gemacht. Und der Matzi hat es, ich habe es nämlich auch gehört, er hat es natürlich auch, man gönnt das dem Spieler einfach, weil ich glaube, es ist auch so, wenn Hattrick kommt, dann schuldet der Spieler der Mannschaft auch was, deswegen hätten wir natürlich gerne Hattrick heute noch mitgenommen, ja. Also eigentlich hätte Thomas ja umstellen müssen, einfach damit aufziehen und Matzi. Wahrscheinlich, ja. Und er hätte wahrscheinlich Rifi noch ein Tor gemacht, auch da hätte er schon ein Problem gehabt. Ja. Vor dem Spiel nochmal so ein bisschen auch das abzuholen, so natürlich top motiviert und dann kommst du aufs Eis und siehst dann erstmal diese Choreografie, die mal wieder einfach boom. Also auch alle, Gänsehaut. Die komplette Arena und hoffentlich, deshalb stelle ich die Frage, einfach auch in die Saison holt. Wie hast du die Choreografie gesehen? Brutal. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn wir drüber sprechen. Das ist einmalig und das ist auch immer wieder, und ich sag's immer wieder, der Grund, warum ich Krefeld so lieben gelernt habe in den letzten 5 Jahren. Das ist, ich hab das Gefühl, ich habe jetzt nicht für viele Clubs gespielt bis jetzt, aber ich habe das Gefühl, dass sowas schon irgendwie in Krefeld einmalig ist. Es ist so gefühlt auch einfach sehr ehrlich, weil es sehr familiär ist. Klar gibt es dann die Eisbären-Fans und hier und da andere Fans, sage ich mal, in den höherklassigen Ligen, die auch einen guten Job machen. Aber ich habe eben das Gefühl, dass Krefeld auch wegen der Größe, weil es nicht ganz so groß ist, irgendwie. Weiß nicht, so, ich habe das Gefühl, die Connection zu den Fans ist einfach anders. Wenn unsere Fans die Choreo machen, die vielleicht auch nicht so die Möglichkeit haben, wie, weiß ich nicht, die Eisbären oder so eine Kapazität hier und da, ich weiß ja nicht genau, aber es ist schon sehr besonders. Und jetzt, wenn wir halt drüber reden, habe ich die ganze Zeit Gänsehaut. Und klar holt das einen Spieler ab, ne? Du stehst da und ja, man muss sich da immer wieder so ein bisschen kneifen und irgendwie auch dankbar sein dafür, dass man das so erleben darf, weil es sind Momente, das habe ich letztes Jahr mit meiner Verletzung auch so erlebt, es vermisst man und es kann auch ganz schnell vorbei sein, so, das ist nicht selbstverständlich, ne? Deswegen muss man in dem Moment auch irgendwie immer Demut und dankbar sein und das richtig aufsaugen. Ich meine, jetzt können wir die Jungs, müssten wir selber mal fragen, aber du kennst es jetzt schon, aber wie hast du auch vielleicht da mal links so einen Max Newton, der oder einen Davis Van Dane? Davis ist ja eigentlich vom Kern her so ein bisschen harte Schale. Ja, deshalb sage ich nach außen. Aber hast du vielleicht die Jungs da auch mal so ein bisschen beobachtet, die darauf reagiert haben? Ja, nicht nur beobachtet, der Max Newton, ganz feiner Kerl, der sitzt auch direkt neben mir und hat auch gesagt so. Holy fuck, ich weiß nicht, ob das jetzt weggepiept wird von Maxi, das aber lassen wir genauso. Geil. Kein Cancel hier, sehr gut. Deswegen, der hat es komplett gefeiert und der Davis natürlich auch, das siehst du schon, wie die Augen leuchten. Das ist natürlich nicht nur in Deutschland, auch in Europa so, ne? Egal welche Liga, das ist schon sehr, sehr, sehr speziell hier in Krefeld. Du hast es gerade ja Verletzungen angesprochen. Du musstest ja im Sommer auch viel dafür tun, um wirklich wieder in den alten Shape quasi reinzukommen. Gehen wir da vielleicht mal ein bisschen in den Sommer rein. Wie war dein Sommer? Intensiv, aber ja auch emotional. Ja, privat. Ja, genau, korrekt. Nach dem Kreuzbandriss, klar, ich habe das auch schon bei der Pressekonferenz letztens gesagt, ich bin froh, dass ich das habe nicht operieren lassen und ich bin froh, dass ich letzte Saison noch mitgenommen habe, dass ich nicht einen Kaltstart habe. Ich habe auch letztes Jahr, als ich zurückgekommen bin Richtung Playoffs, habe ich mich auch wieder
mehr gefühlt wieder der, der ich bin. Und wusste aber natürlich, dass ich im Sommer auf jeden Fall viel aufholen muss mit dem Knie. Weil da gab es schon eine Disbalance und so ohne Kreuzband ist es schon nicht unwichtig, dass das Ding da ist schon aus einem gewissen Grund auch da. Hab aber gut durchgezogen. Ich habe nicht mit der Mannschaft trainiert. Ich trainiere dann mit meinen Trainern, die gerade bei so einer Verletzung ein bisschen spezifischer reingehen können. Mhm. Das hat der Jan auch total gut angenommen. Ich war trotzdem mit dem Jan immer im Austausch und war auch absolut in Ordnung so. Ich habe mir dieses Jahr auch noch den Fischi zur Seite geholt und gesagt, komm Fischi, dann zieh das mit mir auch durch. Der ist ja der nächste Kniepatient, sage ich mal. Deswegen war ich nicht ganz alleine diesen Sommer, sondern habe mit dem Fischi richtig gut durchgezogen und war auch mal bei den MMA-Kämpfern samstags immer noch mal eine andere Sportart, ein anderes Mindset sehen, was auch ganz gut tut. Und habe mich jetzt bestmöglich auf die Saison vorbereitet und ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich so gut, so persönlich so gut und fit wie eigentlich noch nie. Ich habe echt eine gute Balance zwischen Kraft und aber auch Ausdauer, nicht zu schwer, nicht zu leicht und bin mit meiner Shape ziemlich happy. Und dann ja, privat natürlich die Hochzeit meiner langjährigen Freundin auf Sardinien in Italien, das war sehr emotional und sehr, sehr schön. Meilenstein, auf den ich auch sehr gerne zurückgucke. Bewusst Sardinien gewählt? Ja, weil wir seitdem ich klein bin, eigentlich immer nach Sardinien fliegen, jeden Sommer. Mhm. Die einen würden sagen, du siehst da nichts anderes. Ich sage, ich will nichts anderes sehen. Also ich fühle mich halt wirklich richtig zu Hause da, wenn ich da ankomme. Das ist wie zu Hause für uns. Und dann hatten wir nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr haben wir die Sarden, muss ich ganz kurz davor sagen, sehr stolzes Volk auch. Die sehen sich ja selber gar nicht so als Italiener. Die Sarden sind halt Inselbewohner. Und da gibt es eine ganz schöne Kirche in einem sehr schönen Ort, da wo auch der ein oder andere Fußballer schon heiraten wollte und dann zum Priester geht und sagt, ja, ich zahle 20.000, 30.000 Euro der Kirche, lass mich hier heiraten. Und die Sarden geben dann denen natürlich direkt eine Abfuhr, weil die sagen, so schon mal gar nicht. Wir aber so lange dahin fliegen, haben wir da wirklich Freunde inzwischen gefunden, haben wir wirklich über Freunde ein Auditorium beim Priester bekommen, mussten letztes Jahr vorsprechen. Naja, da war ich brutal am Zittern, weil das war natürlich ein Traum, da zu heiraten. Hab mein bestes Italienisch rausgeholt. Sabina, meine Frau, war auch da, meine Mom war auch da so als Backup, weil meine Mama ist Italienerin, ne, wenn was schief geht, kann ich noch retten. Und dann hat er uns erstmal, der hat uns ein bisschen zappeln lassen, aber irgendwie nach einer Stunde haben wir den so ein bisschen überzeugt. Der fand halt die Geschichte, die ich mit meiner Frau jetzt habe, einfach schön, dass wir so lange schon zusammen sind und glaube ich ziemlich schnell gecheckt, dass wir ganz ordentliche Leute sind und hat dann das Go gegeben, dass wir da heiraten durften und es war mega letztes Jahr, als wir die Nachricht bekommen haben dann das Jahr genutzt. Sabina hat das Jahr genutzt, um die Hochzeit zu organisieren. Ich war einfach nur da und habe gesagt, ja, nein, am Ende hat es eh toll gemacht. Stark. Und, super. Aber es ist ja auch unfassbar wichtig, dann so eine Person an der Seite zu haben, die da so unterstützt und hilft. Mega. Ne? Mega, die ist. Das ist halt das Schöne, wenn man so lange zusammen ist. Ich glaube, die war wirklich das erste Mal beim Eishockeyspiel, da war ich 12. Krass. Das ist brutal, ich war 11 sogar. Ich war 11 und wir haben damals bei der DEG Knaben war das sogar. Knaben gegen Krefeld gespielt. Ach nein. Ja, an der Bremenstraße. Ich war einfach 11. Und ich habe sie natürlich eingeladen. Wollte sie natürlich beeindrucken, direkt mit dem Eishockey-Ding. Ne? Dann war sie da und ich habe noch ein Tor geschossen. Und es war ihr erstes Eishockey-Spiel. Ich damit sagen will, ja, die kennt es halt alle. Die ist damit selber groß geworden und die weiß, wie wichtig Fokus vom Spiel ist. Ja. Die nimmt mir so viel Arbeit ab und ich bin mega happy. Und so ein Grund. Nicht der Hauptgrund, aber auch ein Grund, warum ich sie geheiratet habe, weil sie einfach so Verständnis hat für den Job und fürs Eishockey und fürs Leben dafür. Eine lange Wegbegleiterin. Ja, total. Stark. Oh, wunderschön. Vor allem ja dann auch ein Riesentraum, dass es dann auf Sardinien geklappt hat und dass man sich dann nicht nochmal umgucken möchte, weil das ist ja, man setzt sich so was fest und will das dann auch haben. Total. Unfassbar schön. Krass. War es wirklich, ja. Wie viele Eishockeyspieler waren auf der Hochzeit da oder hat er im kleinen Rahmen? Ja, eher im kleinen Rahmen. Ja. Die Kirche hatte nur eine ganz kleine süße Kirche mit 55 Plätzen. Ja, krass. Aber ich sage euch ehrlich, ich war froh, weil ich konnte es dann ziemlich gut als Ausrede auch nutzen für die Leute, die halt dann nicht eingeladen waren. Jo. Ich wollte es aber auch klein haben und dann war der eine oder andere halt nicht eingeladen und ich habe es dann hier und da auch auf die Kirche geschoben und gesagt, ich würde gerne, aber die ist nicht groß genug. Ich glaube, Eishockeyspieler, ich glaube 3, 4. Ja, wahrscheinlich dein Bruder. Ja, genau, mein Bruder Luki Laub, ein sehr guter Freund von mir aus Rosenheim, den ich auch jedes Jahr versuche zu überreden, zu uns zu kommen. mal schauen. Fischi war da und Christian Erhoff war da. Ah. Genau, weil die Farina, die Frau von Christian, hat die Fotos geschossen und Christian saß letztes Jahr neben mir. Ich habe auch seine Töchter total lieben gelernt, ganz, ganz tolle Familie und dann habe ich
mit Sabina gesprochen, gesagt, eigentlich müsste man dann die ganze Family einladen, wenn die Farina eh schon die Fotos macht. Und die sind dann auch da gewesen. Und, cool. Ja, war schön. Ja. Krass. Oh, wie sentimental. Ja, eigentlich ein schönes hier, das dritte. Dein Abfall ist Giganto? Container von Coranto. Für private und gewerbliche Entsorgung. Einfach online bestellen. Coranto mit C. Coranto.de. Jetzt gehen wir zurück zum Eishockey. Genau. Sonntag Landshut. Komm, wir müssen jetzt irgendwie den Umsprung wieder schaffen. Landshut, wahrscheinlich ein ganz anderes Kaliber als heute, oder? Ja, definitiv. Ich glaube, das ist nämlich auch das ist auch sehr wichtig, dass das in unseren Köpfen ist. Heute Abend können wir genießen und Spaß haben, alles gut. Aber morgen geht es schon los mit dem Training, wie wir uns morgen im Training präsentieren. Mhm. Weil das Spiel gegen Landshut wird ein ganz anderes sein. Das müssen wir uns klar machen. Selbstvertrauen können wir alles mitnehmen und auch ein gutes Gefühl, dass jeder schon mal seine Punkte gemacht hat. Alles gut. Aber Landshut ist ein anderes Kaliber und es beginnt morgen beim Training, wie wir uns da präsentieren, wie die Qualität ist. Und genau, müssen dann schauen, dass wir gegen Sonntag von vornherein da sind. Also morgen geht es direkt wieder aufs Eis? Morgen geht es direkt wieder aufs Eis. Finde ich auch immer wichtig. Ausschwitzen. Ja, so ein bisschen das, was ich angestaut hatte im Spiel. Ich sag mal, jetzt für euch morgen der Ablauf, wie viel Theorie steckt dann auch dahinter? Also gerade am Anfang der Saison, man hat ja jetzt noch kein Videomaterial von den vorherigen Spielen, aber wie kann man sich das vorstellen, was wird Thomas, wird er vielleicht auch das Spiel, was die Landshuter heute gespielt haben, euch präsentieren oder wo geht er da taktisch, sag ich mal, dann hin, euch da vorzubereiten? Wir werden auf jeden Fall Video haben, wie du gesagt hast. Der wird das Spiel von, ich habe die Ergebnisse noch gar nicht geguckt. Ich glaube, die haben knapp gewonnen. Ich meine 2-1 gegen Weiden. Weiden? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ja, also, nur Augen für uns. Das genau, korrekt. Richtig so. Nee, das wird auf jeden Fall, das Video wird benutzt von dem heutigen Spiel von Landshut, dass wir da auch wissen, was gerade aktuell ist, was sie gerade aktuell spielen. Oh, und, Entschuldigung. Ja. 3-2 verloren gegen Regensburg im Shootout. Ach krass. Ja, okay, hatten sie ein langes Spiel. da wird auf jeden Fall genau eine Videoanalyse stattfinden. Auch kurz und knackig, also ausführlich, aber jetzt nicht Ewigkeiten. Und dann stellen wir uns darauf ein, aber auch wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, key ist es schon auch, Augen auf sich zu haben. Also ja. Ich kann auch immer nur für mich persönlich sprechen. Ich bin, wenn ich bei mir und bei meinem Spiel, bei meinen Jungs, bei unserer Mannschaft bin, schau, dass wir die Sachen richtig machen, dann hast du mehr Kontrolle über das, was du wirklich beeinflussen kannst. Klar, du musst dich auf den Gegner einstellen, definitiv. Ne? Wäre auch dumm, wenn du da einfach naiv rangehst. Mhm. Aber auch, finde ich, immer so mit ein bisschen, mit gewissen, so, dass der Fokus trotzdem bei einem selber bleibt. Ja. Sein Spiel quasi spielen und sich auf die Reaktion des Gegners einstellen, um dann wieder zu reagieren. Genau. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ganz einfach, kurz gesagt, welchen Breakout spielen die? Mhm. Und wenn wir dann sehen, okay, die spielen das und das Breakout, dann spielen wir vielleicht ein bisschen angepassten Trap. So, Kleinigkeit. Ja, krass. Aber grundsätzlich, ihr habt, sage ich jetzt mal, Breakout, ein gutes Beispiel. Mhm. Ihr habt ein Breakout, was ihr gerne spielt? Mhm. Oder habt ihr 3 Stück, die ihr trainiert, wo ihr dann halt dementsprechend dann anpasst, was zu dem Gegner dann passt? Ja. So. Thomas ist Taktikfuchs. Ja, okay. Guardiola des Eishockeys. Nee, aber ich meine... Wir haben Folgentitel. Guardiola des Eishockeys, geil. Geil, nee, Quatsch, Spaß beiseite. Wir haben auf jeden Fall 2-3 Vorchecks. Und auch da dosiert. Ich hatte auch, muss ich ganz echt sagen, ich sitze mal ein Trainer, ist ja auch egal wer. Der hat uns vor der Saison, hat er uns ein Playbook gegeben über, ich weiß nicht, Theorie-Playbook über 40 Seiten. Das habe ich immer noch. Der Trainer war damals mein Trainer in Düsseldorf. War nicht Harry Kreis. Und das war einfach dann zu viel. Warst du am Bulli und hattest 9 verschiedene Face-Off-Plays. Und irgendwann ist auch Eishockey da, um gespielt zu werden und auch ein bisschen Instinkt und so. Nee, und da bin ich froh, dass wir mehr als ein Breakout oder mehr als eine Trap haben, aber auch nicht 6. Und das finde ich ganz gut, weil ich glaube, bei jedem ist genug Kapazität da, um sich zumindest 2-3 zu merken. Ja. Krass. Wie schätzt du grundsätzlich so die Liga ein? Ich meine, letztes Jahr war es ja unfassbar spannend, vor allem ja auch hinten raus. Wird es noch enger? Geht es überhaupt noch? Wird sich dieses Jahr das wieder ein bisschen in die Breite ziehen mit starken oder schwachen Teams? Oder ist es sehr konstant? Das ist schwer zu sagen. Ich finde,
immer noch, dass du um die Novemberpause so den ersten eher wirklichen Eindruck einer Mannschaft hast. So. Mhm. Davor ist es schwer zu sagen. Ich habe gesagt, dass ich denke, dass die Liga nochmal einen Ticken besser geworden ist, einfach weil das Einbürgerungsgesetz oder die Spieler mehr Ausländer jetzt Deutsche sind einfach. Ob das jetzt so toll ist, können wir mal stehen lassen. Aber natürlich hebt das dann die Qualität der Liga an, denke ich. Nichtsdestotrotz heißt das auch nichts. Ne? Weiß nicht, ob ich richtig mitbekommen habe, Dresden zum Beispiel hatte keine so gute Vorbereitung. Korrigiert mich, wenn ich da falsch bin, keine Ahnung. Aber ich sage immer Novemberpause, da kriegst du eine richtige Einschätzung. Tja, ich glaube... Sind wir schon wieder? Der Torwart ist schon lange gezogen, auch im vierten Drittel. Langsam wieder. Es war einfach viel zu schön. Es war richtig cool. Spaß vielen, gemacht. Vielen Dank, Leon, dass du dir jetzt noch nach dem Spiel die Zeit genommen hast und trotz des späten Bullis und den ganzen Umständen. Vielen Dank für dich persönlich. Ganz, ganz viel Erfolg für die Saison weiterhin verletzungsfrei. Und Marc. Ich glaube, Leon sehen wir dann im November wieder, weil da muss er dann sein Assessment der Mannschaft nochmal weitergeben. Mach mal gerne. Genau. Wenn ich darf. In diesem Sinne, das war's. Und wir verabschieden uns. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, egal ob bei YouTube, Spotify oder wo auch immer ihr jetzt gerade zuschaut, zuhört. Und abonnieren nicht vergessen. In diesem Sinne, tschüss.